Und damit einen wunderschönen guten Morgen zusammen. So, dann wollen wir mal. Ihr habt gerade gesehen, wir haben jetzt nichts Großartiges drauf. Das sind zwei Kabeltrommeln, die wir hier von Bitumen abgeholt haben. Damit geht's jetzt nach Tucson. Freue ich mich auch schon drauf, dass ich den Michael da wieder sehe. Und ich glaube, er hatte irgendwas von Grillen erwähnt. Bin ich mal gespannt. Mal gucken, dass ich jetzt hier vernünftig rumkomme. Den Freeway. Und ihr seht es auch, Randale-Leuchten brauchen wir heute nicht. Weil Ladung steht nicht über. Und das Ganze gilt auch nicht als Oversize. Was mich natürlich hier sehr freut. Ein bisschen weniger Papierkram. Und früh genug losgekommen sind wir auch. Ich stay left, ich bleibe hier, also alles gut, Edmund. Aber jetzt müssen wir hier rüber. Sind zwar nicht so schwer, aber dennoch sind wir ein bisschen langsamer als die anderen. Und da gerade der Sheriff an uns vorbeigefahren ist, wollen wir mal nichts riskieren. Dass wir jetzt unterwegs auch nicht unbedingt so viele Wagen noch haben.
wenn, dass wir eventuell dran vorbei dürfen. Aber jetzt brauchen wir ja nicht rausfahren, das ist ja das Gute. Zumindest wenn wir einen Bypass bekommen. Diesel haben wir noch genug, damit sollten wir noch bis Houston runterkommen. Da kann ich mir dann auch Michaels neue Plane mal angucken. Also in echt, sage ich mal, sieht das Ganze ja doch ein bisschen anders aus. Hier, also wer das geplant und gebaut hat, Hut ab. Da würde ich schon sagen, da waren wirklich Profis am Werk. Houston aus habe ich bisher zwei Sachen, die mir halt jetzt angeboten wurden. Das ist halt einmal hoch nach Idaho oder nach Colorado. Aber das stellt sich dann erst später noch raus. Da konnte mir HMS noch nichts sagen, ob das jetzt gleich für mich in Frage kommt oder ob da ein anderer noch vorher dran kommt. Aber ihr kennt ja das Spielchen. Aber die Hauptsache ist, ich habe überhaupt was zum Fahren. Das ist natürlich noch mit das Wichtigste. Wobei ich sagen muss, ist also finanziell kann ich mich aktuell nicht beschweren. Wir haben noch 4.600 Dollar auf dem Konto. Jetzt gegen Mittag wird halt nochmal die Rate wieder abgezogen, aber ansonsten läuft das schon sehr gut. Aber ich glaube, mit dem Diesel könnte eventuell doch ein bisschen eng werden. 500 Meilen haben wir noch, gucken wir mal. Tanken können wir immer noch. Das Gute ist ja auch, dass wir dafür Geld haben, dass wir tanken können. Wenn ich da so dran denke, an die Leerfahrt von Colorado nach Oregon, da ging mir das Herz schon ein bisschen in die Hose, weil die Zeit kam ja nun absolut von mir kein Geld rein und
ich alleine hätte so eine Aktion auch nicht gebracht. Da ich jetzt halt noch wusste, dass Daniel dabei ist und der dementsprechend auch noch ein bisschen Geld reinbringt, konnte ich sowas machen, aber es war schon ziemlich risikobehaftet. Ich glaube, die 20.000 Meilen, die kriegen wir mal heute nicht ganz voll, aber fast. Wobei ich die ja selbst nicht gefahren bin. Ich habe ihn ja gebraucht gekauft. Aber die, die das Ganze hier verfolgen, wissen das ja auch. Kalifornien und diese 55. Klar, spart Sprit. Aber es zieht sich auch ein bisschen. Das Erschreckende ist allerdings, dass wir hier mit 55 noch die Trucks überholen. Wäre das schön, wenn ich jetzt hier so ein bisschen Country-Musik noch einspielen könnte. Ich meine, ich könnte es schon, aber dann würdet ihr das Video nicht sehen, weil YouTube es nicht freischaltet. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich da ja so ein bisschen noch irgendwas, was man mal vielleicht so ein bisschen im Hintergrund laufen lassen kann. Aber nagelt mich da jetzt nicht drauf fest. Es müsste jetzt aber auch bald die Grenze zu Arizona kommen. Ich weiß, ich habe es schon öfter gesagt, aber ich würde mich echt freuen, wenn hier denn das Navi noch sagen würde: Crossing Border, entering Arizona. Reservelampe ist schon angegangen. Und sollten wir vielleicht auch mal den nächsten Truckstop mal raus. Noch mal so ein paar Gallonen noch mal reinhauen. Bei meinem Glück habe ich jetzt hier wieder die Route, wo Ewigkeiten nichts kommt. Für sowas bin ich ja prädestiniert, also da habe ich wirklich ein Händchen für.
euch da noch mal eine kleine lustige Geschichte erzählen. Als ich eben anfangen wollte aufzunehmen, hatte ich gesehen, dass es für den ATS noch ein Update gibt. Habe mir dieses noch gezogen. Bin dann schon mal ins Spiel rein, um zu gucken, ob soweit alles läuft. Und dachte erst, Mist, mir hat den Sound mit dem letzten Update zerrissen. War schon leicht panisch. Hab dann aber festgestellt, nein, der Sound ist noch in Ordnung, du hast bloß die Kopfhörer schon angeschlossen. Und ich hatte sie nicht auf, darum konnte ich es halt nicht hören. Crossing border, entering Arizona. Und ja, ich habe die Tankstelle da oben gesehen. Ich gehe so ein bisschen auf Risiko. Und es war so klar, dass wir raus müssen. Was glaubt ihr, wie schnell die hier hinterher wären, wenn ich jetzt hier am Bypass vorbeigefahren wäre? Und die nicht gesehen hätten, dass ich nicht leer bin. Da hätten wir den Wagen ganz schnell wieder gesehen. Fahren. Ja, weil sicher ist sicher. Wir wollen ja schließlich in Houston ankommen. Go straight. '21, '22, '23, so, das kann man jetzt als Stopp bezeichnen. Ich werde mal hier eben
alles voll machen und wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, da wisst ihr Bescheid. So, da steht das gute Gefährt vollgetankt. Und jetzt heißt es weiterfahren. So, rein in die Kiste. Ja, so gefällt mir die Tanknadel. Weit haben wir es ja zum Glück nicht mehr. Aber ich bin jetzt beruhigter, wo ich weiß, dass der Tank wieder voll ist. Aber das war mir dann doch ein bisschen zu kriminell. Das Ticket möchte ich nicht haben, wenn ich hier mit dem Truck liegen bleibe, weil ich keinen Sprit mehr hatte. Schneller. Grad draußen, das ist auch nicht gerade angenehm. Da bin ich ganz froh, dass hier irgendwie Klima gut läuft. Ich weiß, 75 dürfte ich hier fahren, aber ihr wisst es, mein LKW bzw. mein Truck ist bei 65 abgeriegelt. Spaß eben hat mich auch geschmeidige 700 Dollar gekostet. Aber zum Glück brauche ich das Ding hier nicht so oft voll tanken. Von der aktuellen Tour muss man das Geld halt jetzt abrechnen.
Aber da bleibt zum Glück trotzdem noch was über. Wir machen also kein Minus mit dieser Tour. Das ist das Wichtigste. Phoenix. Und was macht ihr hier? Das wisst ihr selber auch nicht, oder? Ich konnte leider nicht nach links rüber. Weil sonst hätte ich es getan. Aber das hat der Kollege, den wir gerade überholt hatten. Der denkt sich jetzt bestimmt auch, was hat ihm das Ganze jetzt gebracht? Sich benehmen. Das wäre es ja noch gewesen, wenn der sich jetzt hier so im letzten Moment noch reingeschlichen hätte. Ja, das Schild haben sich aber auch sehr gut aufgestellt. Ich hätte es vielleicht komplett auf die linke Fahrbahn gestellt. Um sicher zu gehen, dass es wirklich jemand mitnimmt. Genau da wollen wir hin. Oh, mal gucken, wie sich der gute Michael so als Grillmeister macht. Gern würde ich jetzt hier drin einmal hupen, aber nein, das tun wir nicht. Wenn ein Staatsbediensteter in der Nähe ist, weil das wäre äußerst unvorteilhaft. Das hier rechts. Irgendein Autozubehör, so wie es aussah. In Tucson abgeladen haben, dann heißt es für uns irgendeinen Parkplatz suchen, wo wir das Ding hier abstellen können. Beziehungsweise ich werde dann Michael nochmal anrufen.
ganz schlauen Füchse, ihr könnt euch den Kommentar verkneifen. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Stay left. Noch heißer hier wird, dann braucht man ja schon bald gar keinen Grill mehr. Da kannst du das Fleisch ja so irgendwo hinlegen und es wird gar. Aber das ist halt Arizona und die Wüste. Schniese, schwupp, die Schneise, schnau. Ja, was soll ich euch noch groß erzählen? Ich bin eigentlich schon im Grillmodus, kann man sagen. Und natürlich sehr, sehr gespannt auf die nächste Tour. Vor allen Dingen, was es dann wird. Ob es wieder eine Oversize-Ladung wird oder wieder irgendwie was Kleines. Das heißt, wird mir natürlich noch wieder am besten gefallen. Hat man zwar auch höheren Arbeitsaufwand mit, aber macht mir persönlich am meisten Spaß. Weil es dann doch mal ein bisschen was Herausfordernderes. Stay left. Stay right and then exit right. Das tun wir doch, Edmund. Auch das tun wir. Jetzt hier raus, Kollege. Da vorne ist wieder mein spezieller Freund, der Bahnübergang. Aber es geht alles gut. Oh.
Pflaster and Sons, ihr bekommt eure Kabel. Da ging es aber noch mal ein bisschen über den Kannstein rüber. Das war jetzt nicht so doll. Ja, dann stelle ich mich mal hier hin. Mach das Ganze mal aus. So, Freunde, dann würde ich sagen, ich guck mal, wo ich mich hier anmelden muss. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn ich frisch gestärkt mich mit diesem Gerät wieder auf den Weg mache. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich muss ja mal gucken, wo hier irgendeiner ist. Und wo ist dieser verdammte Knopf für die Kamera? Ah, da. Okay.